Willkommen zurück zum Highbike Esduro Hardnine 1.5. Heute nehme ich euch mit auf eine Tour in den Soonwald. Als Ziel werden wir die Alte Burg und den Alte Burgturm ansteuern, ein kleiner Aussichtsturm hier bei mir im Soonwald. Ich freue mich auf eine Tour, die eine Menge durch den Wald gehen wird und nehme euch gerne einfach mit. Nachdem wir bereits ungefähr 4 Kilometer zurückgelegt haben, sind wir auch endlich aus Sobernheim draußen. Je nachdem, wie man seine Routen plant, ist es schon immer ganz schön nervig, durch die Stadt durchzumüssen. Mit all dem Verkehr würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch so ist. Wenn ihr auch regelmäßig Touren macht, seid ihr auch davon betroffen, dass ihr erstmal durch die Stadt fahren müsst, bevor ihr auf angenehmere Wege kommt? Oder habt ihr direkt vor der Haustür schon die Möglichkeit, auf den ein oder anderen Feldweg auszuweichen? Ja, jetzt habe ich auch zum ersten Mal die Möglichkeit, 2, 3 Worte zu meiner Tour zu verlieren, wo es hingehen soll, wie es geplant ist. Wie gesagt, wir fahren in den Soonwald, der nördlich von Sobernheim sich erstreckt, über viele, viele Kilometer. Von Wald ist natürlich jetzt im Moment noch nicht viel zu sehen, weil auf der Seite, auf der wir die Hinfahrt hier gestalten, müssen wir erstmal ein bisschen durch die Weinberge fahren, um dann später in den Wald zu kommen. Aber ich denke, im Wald werden wir mit einer wirklich schönen Tour belohnt. Meistens natürlich berghoch. Alte Burg ist ein Berg, auf dem der Alte Burgturm steht. Den werden wir heute nicht als Aussichtspunkt nutzen, weil ich mein schweres Fahrradschloss nicht mitnehmen wollte, sondern einfach als Ziel, was wir einsteuern wollen. Und wir haben knapp 40 Kilometer heute vor uns mit, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 800 Höhenmeter. Bedeutet ungefähr wieder mal die Länge, die den Akku ziemlich leer fahren wird. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Jetzt, wo wir hier noch am Anfang unserer Tour sind, nach knapp 6 Kilometern, fällt mir spontan das nächste bisschen Diskussionsbedarf ein. Ich hatte es ja in den letzten beiden Videos schon mal, wo ich über jeweils ein Thema für ein paar Minuten länger gesprochen habe. Aber ich denke, heute wird es nicht ganz so lang, denn mir fällt auf, dass die Reichweite, die mir angezeigt wird, auf dem Side-Switch, und ich gehe mal davon aus, dass das bei vielen E-Bikes der Fall ist, die Reichweite, die angezeigt wird, ist eigentlich völlig daneben. Wir fangen nämlich hier eine Route an mit, knapp 40 Kilometern. Und wenn ich jetzt mal auf High schalte, sieht man, dass meine Restreichweite noch bei 66 Kilometern liegt, was meiner Ansicht nach völlig unrealistisch ist. Wenn ich jetzt diese 40 Kilometer Route mit High durchfahren würde, wäre der Akku schon lange vorher leer. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht weiter als 25, 30 Kilometer auf High kommen würde. Was denkt ihr so? Was sind eure Erfahrungen? Könnt ihr euch auf die Reichweite eures Antriebssystems verlassen? Oder fahrt ihr auch eher so ein bisschen nach Gefühl, weil die Anzeige ziemlich daneben ist?
Mir fällt auf, dass Monsing so ein kleines unüberwindbares Hindernis ist, was Routenplanung angeht. Man muss immer irgendwie einplanen, durch Monsing im Tal durchzufahren und hinten wieder hoch, fast egal wo man hin will. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin und haben dann ja, in bestimmt 5 Kilometern oder so auch schon so richtig den Soonwald bei uns. Ja, der Weg hier löst sich auch so langsam auf, beziehungsweise hat sich schon so ziemlich aufgelöst. Man erkennt noch ein paar Meter Asphalt und der Rest ist ja, Split, der so gar nicht gut für die Reifen ist. Hier muss ich echt ein bisschen vorsichtiger fahren. Und wenn ich so überlege, dass ich hier beim letzten Mal ordentlich runtergeheizt bin, tut es mir dann doch schon so ein bisschen in der Seele weh. Das Risiko, was ich eingegangen bin hier mit all den Steinen. Wir kommen jetzt tatsächlich noch an 3 Orten vorbei, bevor wir so wirklich in den Wald starten. Also eine Soonwald-Tour tatsächlich dann nur geografisch und nicht wirklich im Wald für die ersten, ja, bestimmt knapp 15 bis 20 Kilometer. Wir kommen nämlich noch an Weiler vorbei, an, glaube, Langenthal und Seesbach, bevor wir dann so wirklich hochstarten. Die letzten, ja, 20 Minuten ungefähr habe ich im Grunde genommen nur auf grobem Split und jetzt am Schluss ganz feinem Schotter verbracht, habe mich hier ein paar Höhenmeter hochgekämpft, freue mich jetzt auf das erste bisschen Asphalt, habe gerade Pause gemacht und hoffe, dass die Wege ein bisschen angenehmer zu fahren werden. Gleich, ja, hier ganz kurz mal angehalten, Aussicht für eine Sekunde genossen. Einen Ausblick heute werden wir leider nicht haben, denn auf den Turm werde ich heute nicht hochlaufen, genauso wie bei den letzten Zielen, die wir alle hatten, wo ich nicht wirklich drauf oder reingegangen bin, weil ich einfach kein Fahrradschloss mitschleppen wollte heute. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich kann euch trotzdem ein paar schöne Aufnahmen nachher aus dem Wald bei einer anspruchsvollen Bergaufpassage zeigen. Wir sind zwar jetzt erstmal für die 1-2 Kilometer, die wir uns den Berg hochkraxeln, weg von den Schotterpisten. Dafür kommt jetzt aber das stärkste Stück Steigung für heute auf den höchsten Punkt, den wir anfahren werden und von dem aus wir größtenteils nur noch bergab fahren werden. Das ist natürlich dann auch eine Sache, wo wir uns dann gleich mal anschauen, wie die Akku-Reichweite noch aussieht, die Akkukapazität noch ist nach den Höhenmetern. Und auf geht's in den Single Trail hoch Richtung Alteburg, den ich glaube ich noch nicht mal als Fußgänger gelaufen bin, daher ganz neues Gebiet für mich, auch wenn ich schon oben mal war.
Ja, wir sind jetzt oben angekommen bei dem Aussichtsturm Alteburg. Schöner kleiner Anstieg, schöner kleiner Trail hoch. Schön, dieses kleine Ziel hier erreicht zu haben. Ich kann es dir noch mal ein bisschen genauer zeigen. Ich habe die GoPro ausnahmsweise mal in der Hand. Ja, da ich mir augenscheinlich immer die Routen aussuche und die Plätze, wo eine Menge los ist, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt doch einfach weiterzufahren. Ich zeige euch mal gerade noch, wo Komoot mich lang schicken würde. Und die Tatsache, dass ich da eigentlich nicht unbedingt runterfahren will. Obwohl, probieren könnte man es ja eigentlich schon. Der Rückweg wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen interessanter als der Hinweg, weil wir hier den ein oder anderen Trail noch mit dabei haben. 40% Akku verbraucht auf unseren 19,6 Kilometern, also sind wir bei der Hälfte der Strecke und noch 60% Akku verbleibend. Dafür, dass wir einen Großteil unserer Höhenmeter hinter uns haben, oder fast alle. Und jetzt, wie gesagt, ab durch den Wald. Mal schauen, welche Trails wir hier so vorfinden. Ob die alles zugewachsen sind oder so schön fahrbar wie jetzt hier gerade. Ja, der obligatorische Teil durch die Brennnesseln darf natürlich nicht fehlen. Die in den letzten Ausfahrten gesehenen, erlebten Brennnesseln waren alle irgendwie nicht so auf der Höhe. Die hier brennen jetzt ordentlich. Aber hey, was tut man nicht alles, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch demnächst nochmal den letzten ordentlichen Trailabschnitt auf der Route haben. Wir fahren nämlich an der sogenannten Schinderhanneshöhle vorbei. Also mit dem ordentlichen Besuch der Schinderhanneshöhle war nichts ein beliebtes Ausflugsziel offensichtlich doch. Ich war hier vor Ewigkeiten mal, als nichts los war. Ich wusste gar nicht, dass da auch Rastbänke stehen. Ja, scheinbar werden aus vielen kleinen Landmarken hier mehr oder weniger touristisch beliebte Ziele gemacht. Ist ja auch gut für die Region. Kann man nichts gegen sagen. Aber da hätte ich euch natürlich gerne auch noch das ein oder andere gezeigt, beziehungsweise zumindest mal wäre ich gerne dahin gegangen. Und wir sind im nächsten Trailabschnitt, ihr habt es gesehen, ganzen Weg hin zur Schinderhanneshöhle und jetzt hier nochmal ein paar Meter weiter Richtung ehemaligem
den ehemaligen Ort Fersfeld. Oder links? Jetzt auf dem Rückweg offenbart sich doch, dass die Route eine gute Wahl war. Jetzt sind wir angekommen in einem Ort, den es nicht mehr gibt. Und das Einzige, was hier noch existiert, ist, glaube ich, ein Gedenkstein. Und in einem ganz kleinen Ort gegenüber die Eckweiler Kirche, der zweite Ort, der im Grunde genommen nicht mehr existiert. Ich kann euch ja hier kurz mal die Tafel zeigen. Vielleicht könnt ihr euch ja an die erste Folge auf diesem Kanal zurückerinnern, wo ich hier auch gemütlich lang gefahren bin. Heute treffen sich die Wege natürlich nochmal, die ich da gefahren bin. Aber das ist natürlich so eine Sache, die öfter mal passieren wird, wenn man immer von daheim aus startet und probiert, die Umgebung zu erkunden. Da wird man natürlich auf den einen oder anderen identischen Weg mal stoßen. Aber das ist gar nicht schlimm, wenn man sich überlegt, wie schön man es hier hat oder wie schön ich es hier habe. Ja, das sehr öde letzte Stück Wald mit wieder viel zu viel Schotterweg ist geschafft. Von hier aus kommen wir nach Steinhardt rein und dann über den Berg wieder zurück. Ja, das war so unsere Tour in den Sohnwald zur Alte Burg, zurück über ein paar Trails und mit einer Menge Schotterwegen heute. Ich hatte eine Menge Spaß, die ja inzwischen 3 Stunden sind fliegend an mir vorbeigegangen mit ja, schönen Wegen und 2 ganz netten Zielen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, mir ein bisschen zuzuschauen auf meiner Tour und hoffe einfach, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen, euer E-Bike-Amateur.